Am Mittwochmorgen kam es in Höhe Zickhusen zu einem folgeschweren Unfall. Am Bahnübergang an der B106 kollidierte ein Lastkraftwagen mit einem Zug. Dabei wurden der Fahrer des LKWs und der Zugführer leicht verletzt. Die Kameraden der Feuerwehr des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Klein wurden alarmiert und rückten mit einem Bahnrettungsanhänger an. Also Besonderheit ist ja immer, wenn das irgendwie mit der Bahn zu tun hat. Deswegen haben wir auch Bad Klein ist nachgefordert worden aufgrund der Spezialtechnik mit dem Bahnrettungsanhänger, den wir Gott sei Dank oder zum Glück nicht einsetzen mussten. Es ist so, dass vorne der LKW und der Zug, die sind, hängen noch beide zusammen. Deswegen haben wir die Löschbereitschaft aufgebaut und wir haben die 9 Zuggäste inklusive der Zugbegleiterin, die haben wir vorne evakuiert, nachdem der Rettungsdienst sie im ersten Step begutachtet hat, dass sie in einem Bus nach Bad Klein gefahren wurden. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch ungeklärt. Bei dieser Schrankanlage handelt es sich um eine Signalschrankenanlage mit Ampellicht und Halbschranke. Und nach derzeitigem Kenntnisstand war die Schrankenanlage in Betrieb, voll funktionsfähig. Es sind insgesamt 9 Reisende im Zug gewesen. Nach unserem Kenntnisstand jetzt gab es bei den Reisenden keine Verletzungen. Diese sind abtransportiert worden mit einem Bus zu ihren Zielen. Der eine oder andere Reisende wird aber mit Sicherheit auch einen Schock davon getragen haben. Beim Ausmaß dieses Unfalls grenzt es an ein Wunder, dass der Zugführer sowie der LKW-Fahrer lediglich leicht verletzt wurden. Die Bahnstrecke zwischen Bad Klein und Lübeck musste für die Rettungsarbeiten gesperrt werden. Bis zum Nachmittag gab es keine Aufhebung der Sperrung.